bei den Sportwetten in den letzten Jahren war immer wieder mal Andy Birnbach der heiße Tipp und irgendwie hat es immer nie so richtig geklappt. Und jetzt auf einmal scheint es so zu sein, als ob Andy Birnbach die in ihm gesetzten Erwartungen auch wirklich regelmäßig erfüllen kann. Was ist denn das für ein Gefühl, wenn man weiß, man hat es jetzt drauf und es läuft jetzt und es ist vor allem in 2 Wochen oder in einer Woche eine Heim-WM? Ja, das ist natürlich ein schönes Gefühl wie vorher, wenn es nicht so geklappt hat, was man sich vielleicht vorgenommen hat. Aber ich habe schon auch gewusst, dass ich vorher immer wieder mal die Chance gehabt habe, vorne rein zu laufen, vom Potenzial her. Es hat halt nicht geklappt, weil ich eigentlich nie das perfekte Rennen zustande gebracht habe. Das ist mir halt dieses Jahr einfach auch schon öfter geglückt, weil ich auch läuferisch nochmal einen Zacken drauflegen habe können. Und ich glaube, das war der ausschlaggebende Punkt. Also gar nicht so sehr die körperliche Verfassung, die sich jetzt so unglaublich verbessert hat, sondern tatsächlich eher der Kopf. Na, beides. Ich glaube, das haben beides Kleinigkeiten gewesen, die mir gefällt haben. Ich habe ja vorher auch gute Platzierungen gehabt. Leider haben mir halt die Top-Resultate gefällt. Aber ich war auch immer ein konstanter Läufer, habe auch schon etliche Gesamtweltcups vor den Top 15 platziert. Und das ist ja, denke ich, auch was wert. Also, das zeigt eine gewisse Konstanz. Aber wie gesagt, mit den vorderen Platzierungen hat es oftmals nicht so geklappt, wie es mir vielleicht oder wie es vielleicht drauf gehabt hätte. Das war schade, aber deswegen freue ich mich dieses Jahr umso mehr. Wenn man auf den Gesamtweltcup schaut, auf die Platzierung, dann ist Andy Birnbacher, denke ich mal, sehr zufrieden, wie diese so bis jetzt gelaufen ist. Na, auf alle Fälle, ja. Das ist, denke ich, fast optimal gelaufen. Von Karas Wensen ist er natürlich schon Kaliber, wo man sagt, dass ich mit denen ja mitlaufen kann teilweise und auch knapp dran bin an denen, das freut mich natürlich ganz besonders. Ja, wie gesagt, also besser hätte die Saison, denke ich, nicht laufen können für mich. Mit dem Ander, mit dir, sind jetzt 2 potenzielle Siegläufer in der Mannschaft. Wie gesagt, in ein paar Tagen ist die Heim-WM, deswegen stehen wir hier, deswegen trainiert sich hier in Rittnau. Tauscht ihr euch 2 schon mal untereinander aus im Training? Testet ihr 2 schon mal, wie denn so die Lage ist, so körperliche Verfassung? Oder macht man jetzt im Training erstmal da ganz ruhig sein Ding? Nein, da macht eigentlich jeder seine Vorbereitung, was er meint. Also, es werden jetzt noch ein paar harte Einheiten anstehen, wo man sowieso sieht, wie die anderen alle drauf sind. Ich glaube auch, dass es nicht nur wir 2 sind, die jetzt da unbedingt da Medaillen vielleicht mitlaufen können. Also, wir haben ein geschlossenes, starkes Team und es kann immer wieder einer, auch von den anderen einer auskommen, der auf eine Medaille laufen kann. Das ist auch, denke ich, für uns wichtig, dass man nicht sagt, es liegt jetzt nur die ganze Last auf 2 Läufer, die jetzt eine Medaille unbedingt holen müssen. Weil damit hat es eigentlich noch keiner geschafft. Also, wir wollen es natürlich schaffen, aber mit Zwang geht, glaube ich, nichts. Die letzten Tage, Kontiolahti hast du ausgelassen, einfach aufgrund von gesundheitlichen, kleineren Problemen, hat man gehört. Wie schlimm waren denn diese Probleme? Ja, das war dann eigentlich gar nicht so schlimm. In Oslo bin ich gestartet und habe immer so einen leichten Infekt auch gehabt. Also war immer wieder was mit dem Doc in der frühen Verbindung, ob ich jetzt starten soll oder nicht. Es war immer so auf der Kippe. Also habe dann die 3 Rennen aber nur durchgezogen, weil ich dann auch entschieden habe, dass ich eben Kontiolahti auslasse, weil es auch von den Temperaturen her schon relativ kalt angesagt war. Und da wollte ich dann auf Nummer sicher gehen, dass da nichts passiert. In den Tagen dann in Kontiolahti oder während Kontiolahti lief, hat Andy Birnbacher dann einfach nur die Füße hochgelegt oder hat er auch trainiert? Oder? Ja. Was ist passiert in den letzten Tagen? Ja, die ersten Tage habe ich in erster Linie mal Ruhe gemacht, einfach, dass ich mich komplett erhole, dass ich weiß, ich bin wieder jetzt komplett gesund und kann wieder motiviert ins Training starten und habe dann gegen das Wochenende, wo die Wettkämpfe ja losgegangen sind, wieder mit dem Training angefangen. Und bis jetzt sagt man das ganz gut so. Jetzt bist du ja einer, der wirklich eine Heim-WM hat. Du kommst mehr oder weniger Steinwurf entfernt von Ruppolding her. Magst du jetzt schon in der Familie, bei den Freunden, Bekannten und einfach auch bei den ganzen Kollegen, die mit dir trainieren, dass das jetzt was ganz Besonderes ist, was da auf dich zukommt? Ja, man kriegt es ja immer wieder von allen Seiten zum Hören, dass jetzt Heim-WM und Heim-WM und Heim-WM. Ich glaube, da muss man schon ein bisschen schauen, dass man sich auf das verlässt, was man kann und nicht unbedingt nur auf Heim-WM. Es kann auch gefährlich sein, mit Gefahren verbunden sein, dass man jetzt alles besonders gut machen muss oder mag. Und da schaue ich eben, dass ich es nicht anders mache wie in die Weltcups zuvor, weil im Endeffekt ist die WM auch nichts anderes wie ein Weltcup. Es sind die gleichen Leute am Start. Ich meine, die Euphorie wird natürlich mit dem Publikum größer sein, wie jetzt bei einem normalen Weltcup. Darauf muss man gefasst sein. Bei der Bundeswehr gibt es den sogenannten Heimschläfer, der die kurze Distanz von der Wohnung zur Arbeitsstätte nutzt, indem man dann wirklich da daheim schläft. Wie sieht es bei dir aus? Wirst du im Mannschaftshotel wohnen oder bist du dann zu Hause? Nein, ich werde auch daheim schlafen. Also, meine Freundin hat sich auch freigenommen die Tage. Wo zumindest wo die Wettkämpfe sind, dass was kochen kann, dass ich nicht nur selber kochen muss. Aber ich glaube, daheim kann ich mich am besten entspannen. Ich bin ja so auch nur unterwegs das ganze Jahr und ich freue mich, dass ich jetzt seit 2 Wochen bei der WM daheim schlafen kann. Jetzt seid ihr hier nur in Rittnau noch ein paar Tage. Was sind so die Trainingsinhalte, Trainingsschwerpunkte für dich? Macht jeder so individuell so ein kleines Programm auch noch? Wo ist bei dir der Fokus drauf? Ja, grundsätzlich trainieren wir schon mannschaftlich geschlossen eigentlich. Zeigt eigentlich jeder das Training mit so. Hat sich auch bewährt über den Sommer, denke ich.
Und ja, inhaltlich ist es so, dass wir erstmal Grundlage gemacht haben und dann jetzt ein paar harte Einheiten ausstehen, dass wir auch wieder in die Wettkampfgeschwindigkeit reinkommen von der Laufgeschwindigkeit. Du bist ein alter Tüftler, auch was Material betrifft etc. Inwiefern tauscht man sich jetzt aus? Ich glaube, die Techniker sind bereits in Ruppolding. Gibt es da einen heißen Draht nach Ruppolding, die dann sagen, Mensch, der Ski läuft gerade ganz gut, was hältst du da davon? Hast du hier Ski beim Test dabei? Nein, da haben wir jetzt eigentlich nur Trainingsski dabei, also keine so schlechten, aber halt Trainingsski ist also nicht unbedingt das beste Wettkampfmaterial. Ich vertraue die Techniker da voll, ich denke, dass die eine Arbeit da machen in Ruppolding und ich glaube, von da aus bringt man sowieso nichts, wenn ich da auch noch mit geschaffelt, die machen das schon ganz gut. Zielsetzung muss ich wahrscheinlich nicht großartig fragen, ich frage es trotzdem, was hast du vorgenommen für die WM? Ja, das ist immer so schwierig, also natürlich freue ich mich über Medaille, dass ich das schaffe, aber vorgenommen habe ich mir jetzt erstmal, dass ich vom Gefühl so einige wie in einem normalen Weltcup auch ganz normal starten und ich denke dann, wenn ich in guter Form bin, habe ich auch das Potenzial, dass ich vorne mitlaufen kann. Gehen wir ins Bunte rein. Du hast gesagt, du bist daheim, die Freundin kocht dankenswerterweise. Wie lenkt man sich während dieser Weltmeisterschaftstage ab? Das ist ja nicht deine erste WM, zwar deine erste Heim-WM, nein, die zweite Heim-WM, Entschuldigung. Aber was macht man so während bzw. zwischen den Wettkämpfen? Katzen streicheln, meine ich sogar Katzen streicheln. Nein, ich meine, großartig ablenken, denke ich, sollte man sich eh nicht. Also man muss sich schon konzentrieren, was man zu machen hat. Ich glaube, da hat man völlig nur um die Ohren. Also es steht ja vorhin in der Früh bis auf Nacht eigentlich ein Programm, wieder Regeneration, Ausjoggen, Wettkämpfe machen, Training und so weiter. Also da gibt es eigentlich immer was zum tun. Also großartig ablenken wird jetzt bis Ende der Saison nicht mehr möglich sein. Also ich versuche, dass ich zwischen gut möglichst regeneriere und das war's dann. Der Trainer hat vorher gesagt, es sind vier mehr oder weniger gesetzt, auch was die Einsatzkonzeption betrifft. Zumindest jetzt mal für die ersten Rennen. Der Wunsch von Andi Birnbacher wäre sicherlich, alle Rennen zu bestreiten. Oder sagst du, das eine oder andere Rennen würde ich vielleicht sogar ganz gerne auslassen, um mich auf das andere zu konzentrieren? Nein, grundsätzlich einmal, wenn ich fit bin, darf ich schon gerne natürlich alle Rennen laufen. Da muss man halt einfach schauen, wie es geht, wie die Verfassung ist bei der WM. Immer vor Ort schauen und ob es sinnvoll ist, einen auszulassen, wenn man sich nicht so gut fühlt oder sonst irgendwas. Also das werden wir kurzfristig, denke ich, entscheiden alle. Ruppolding in diesem Jahr ausnahmsweise mal im März, nicht im Januar. Im Januar, wissen die Biathlon-Fans, sieht man relativ wenig Sonne da hinten in dem, sage ich mal, Loch. Diesmal wird die Sonne höher stehen. Hat das irgendwelche Auswirkungen? Du kennst ja die Strecke. Wird die Strecke da langsamer? Was ist da zu erwarten? Ja, müssen wir die Temperaturen abwarten, aber ich denke, die Sonne ist jetzt schon relativ stark bei uns dann im März auch und kann man sich ja vielleicht mal, wenn es relativ warm ist, ein bisschen tiefer werden von den Verhältnissen her. Dann wird die Strecke, denke ich mal, nicht leichter mit den vielen Anstiegen, was es gibt. Aber ja, ich denke, dass die Strecke schon ganz gut präparieren und dass wir da gute Verhältnisse haben. Die Damen haben nochmal geplant gehabt, ein Abfahrtstraining zu machen, um die eine oder andere Abfahrt ein bisschen schneller runterzurutschen. Habt ihr nochmal speziell jetzt auf die Strecke hin noch irgendwas trainiert, einen speziellen Anstieg? Weil er sagt, der ist ungefähr von den Prozenten her so wie der berühmte Schlussanstieg. Oder lässt man das einfach jetzt komplett auf sich zukommen, weil man die Strecke erkennt? Man kennt die Strecke natürlich jetzt schon. Also wir haben jetzt auch nochmal eine Woche trainiert vor Conti oder nach Kontiolahti. Und in Rüttnern, da haben wir auch einen relativ langen und steilen Berg, der ähnlich ist, denke ich, wie in Ruppolding. Von dem her muss man sowieso auch in Form sein, dann ist das gar nicht so entscheidend, ob man das vorher trainiert. Wenn man in Form ist, denke ich, kann man auf jeder Strecke gut laufen. Letzte Frage. Fällt mir natürlich persönlich auf, dir sicherlich auch. Das Medieninteresse ist logischerweise auch deutlich höher, als es in den letzten Jahren der Fall war. Fokus rückt so immer mehr in Richtung Andi Birnbacher. Wie gehst du damit um? Ja, es geht eigentlich, ich versuche natürlich so wenig wie möglich zu machen, dass ich mich auf das konzentrieren kann, was ich zum Tor habe, nämlich das Biathlon. Und ja, das Medieninteresse in einer Linie ist gut, in einer anderen Linie muss man schauen, dass man sich nicht ablenken lässt. Gut.